Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist Glenmore 2 Chronicles. Das ist ein strategisches Plättchenlegespiel mit einem ziemlich coolen Rondellmechanismus. Stammt aus der Feder von Matthias Kramer. Das wird für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren empfohlen. Die Spieldauer wird mit 90 bis 120 Minuten angegeben und erschienen ist das Spiel bei Funtails. Glenmore 2 Chronicles tut mir wirklich richtig leid. Das steht seit, ich würde schon sagen, seit Jahren bei mir im Schrank. Ich hatte aber da sogar einen Organizer gekauft. Ich hatte das komplette Ausstattungsmaterial gekauft, was es gibt. Aber wir sind nie dazu gekommen, dieses Spiel mal zu spielen. Und jetzt ging es vor kurzem in einem unserer Spiele um ein Plättchenlegespiel. Und dann hat einer von euch gesagt, schau dir doch mal Glenmore 2 Chronicles an. Und da habe ich mir gedacht, da klingelt es irgendwo bei mir. Und dann musste ich tatsächlich zum Kallax gehen und gucken. Und habe dann wieder festgestellt, dass ich das Spiel schon so lange habe. Und dann haben wir es endlich rausgeholt, auf den Tisch gebracht, gespielt. Und ob es uns gefallen hat oder nicht, das sage ich euch im Resümee. Wie Glenmore 2 Chronicles gespielt wird, das sage ich euch jetzt in der Regelerklärung. Und zu der wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Hey! Unsere Regelerklärung von Glenmore 2 Chronicles beginnt natürlich wie immer mit dem Aufbau des Spiels. Und ausnahmsweise geht es tatsächlich mal nicht los mit dem Auslegen der Spielpläne, sondern als allererstes sucht ihr euch eine Spielerfarbe aus. Ich werde euch jetzt grundsätzlich mal ein Spiel für 2 Personen vorbereiten. Einfach aufgrund der Tatsache, weil wir das sehr oft zu zweit miteinander gespielt haben und es zu zweit auch wirklich super gut funktioniert. Und deswegen habe ich mir jetzt mal das gelbe Spielmaterial ausgesucht und mein virtueller Mitspieler zu meiner Rechten hat sich das rote Spielmaterial ausgesucht. Was gibt es alles im jeweiligen Spielmaterial? Das Wichtigste von allem ist natürlich, dass ihr ein Startgebietsplättchen bekommt. Zeige ich euch mal von Namen. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist ein Doppelplättchen, also das hat 2 Felder. Das eine, das ist das Startdorf und das andere, das ist die Startburg. Und dieses Doppelplättchen hier, das ist eben der Ausgangspunkt, um unser Heimatland, unser Heimatareal zu generieren später im Plättchenlegespiel. Und deswegen nehmen wir das als erstes und legen das einfach mal direkt vor uns ab. Dann bekommen wir alle Schotten in unserer Farbe. Die Schotten, das sind diese lustigen Miepel hier. Auch die zeige ich euch mal von Namen. Meine schauen eben so aus. Da sind auch so lustige Sticker dabei, die ihr da draufkleben könnt in so ein bisschen einer Fleißarbeit. Davon bekommt ihr eben 10 Stück und die legt ihr einfach direkt vor euch ab. Dann habt ihr schon gesehen, gibt es auch diese Clan-Marker. Die sind jetzt tatsächlich nichts sonderlich Großes. Ganz im Gegenteil, die sind eher ziemlich klein. Das sind eben so Pappplättchen, die brauchen wir später für den Clan-Spielplan. Und auch davon gibt es 10 Stück und auch die legt ihr einfach direkt in euren eigenen Spielbereich. Dann sind wir auch schon fast fertig mit den Farben. Was ihr noch macht, ist, dass ihr jetzt einen eurer Schotten nehmt und diesen Schotten als ersten Schotten auf euer Startdorf stellt. Also das ist dieses Feld auf unserem Startplättchen hier. Da kommt eben der erste Schotte drauf und das mache ich jetzt direkt für meinen Mitspieler hier drüben auch mal. Damit sind wir mit dem farbigen Spielmaterial fertig und jetzt kommen wir endlich zu den Spielplänen. Es gibt 2 Spielpläne im Spiel, einmal das Rondell und einmal den Clan-Spielplan. Die beide holt ihr raus und legt sie einfach nebeneinander mitten auf den Tisch, dass die eben gut erreicht werden können. Als nächstes bilden wir einen allgemeinen Vorrat. Den habe ich euch hier schon mal vorbereitet. Nicht wundern, diese Holzschachteln, die gehören zu dem Organizer, den ich mir für dieses Spiel gekauft habe. Und hier sind die allgemeinen Ressourcen drin. Also es gibt Whiskyfässer, es gibt Holz, es gibt Stein, es gibt Gerste, es gibt Schafe und es gibt Rinder. Dafür gibt es wirklich schön gemachte Holzmiepel und die packt ihr eben in irgendeine Form an den Rand des Spielplans, dass ihr die eben gut erreichen könnt. Darüber hinaus haben wir aber auch noch mehr
Spielmaterial, das habe ich euch hier oben hingestellt. Und hier oben finden wir dann die Münzen. Das sind eben diese Goldmünzen hier. Und es gibt Siegpunkte-Plättchen. Im Laufe des Spiels bekommt ihr alle möglichen Siegpunkte. Und deswegen gibt es hier eben Plättchen im Wert von 1, 3, 5, 10 und 50. Immer wenn ihr Siegpunkte bekommt im Spiel, schnappt ihr euch eben einen von denen. Dann kommen schon die ersten Karten ins Spiel. Und die ersten Karten, die wir ins Spiel bringen, das sind die sogenannten Wahrzeichenkarten. Die Wahrzeichenkarten, das sind die Karten mit den Buchstaben hier auf der Rückseite. Wenn wir das Spiel beginnen, dann legen wir aber, um den besseren Überblick zu behalten, einfach nur mal die Karten mit dem A aus. Alle anderen Karten, B, C und D, um die kümmern wir uns später. Die legen wir jetzt erstmal auf die Seite. Und diese Wahrzeichenkarten, die decken wir aber auf und legen die aufgedeckt irgendwo in die Nähe unseres Spielplans. Das sind eben besondere Plättchen, die später im Spiel ins Spiel kommen können. Und immer wenn ich mir dieses Plättchen eben nehme, darf ich mir eben die dazu passende Wahrzeichenkarte nehmen. Im nächsten Step bestimmen wir dann die Spielerreihenfolge. Die Reihenfolge, wie im Spiel gespielt wird, ist sowieso was ziemlich Cooles, erkläre ich euch gleich. Jetzt schauen wir aber erstmal, wer der Startspieler wird. Und dazu nehmt ihr von jedem Spieler einen Schotten. Würfelt die mal in der Hand und lasst dann einen fallen. Den stellt ihr irgendwo auf den Spielplan. Und den nächsten Spieler, den ihr dann fallen lasst, wir haben ja jetzt nur zwei, den stellt ihr im Uhrzeigersinn auf das Feld davor. Wenn wir jetzt einen dritten Spieler hätten, käme der hierhin. Wenn wir einen vierten Spieler hätten, käme der hierhin. Wichtig ist tatsächlich, dass der Startpunkt, an dem ihr euren ersten Spieler abstellt, völlig egal ist, denn es ist ja ein Rondell, das heißt, wir spazieren hier sowieso mehrfach im Spiel um dieses Rondell außen herum. Dann bekommt jeder Spieler natürlich auch ein bisschen Startkapital. Auch da ist es so, dass sich das ein bisschen an der Reihenfolge der Spieler orientiert. Also der Startspieler, das wäre ich, der bekommt zu Beginn des Spiels 5 Gold. Die würde ich mir jetzt direkt mal nehmen. 2, 3, 4. Die 5 Gold, die würde ich hier wieder einfach irgendwo in meinen Spielbereich legen. Der nächste Spieler auf unserem Reihenfolgetrack hier, der bekommt dann schon 6 Goldstücke. Spieler 3 bekommt 7 und der vierte Spieler bekommt dann eventuell noch 8 Münzen. Also ich gebe jetzt dem Spieler zu meiner Rechten natürlich noch die 6 Münzen, die ihm am Anfang zustehen. Das sind 3, 4, 5 und 6. Die lege ich ihm hier auch direkt in seinen Spielebereich. Und dann haben wir auch unser Startkapital richtig verteilt. Jetzt gibt es noch eine Sondergeschichte im Spiel zu zweit. Ich habe gesagt, ich baue euch ein Spiel zu zweit auf. Im Spiel zu zweit kommt nämlich noch der Würfel ins Spiel. Das ist grundsätzlich eine ziemlich coole Mechanik. Ihr seht schon, das ist kein Standardwürfel mit Standardseiten von 1 bis 6, sondern da sind eben nur die Zahlen von 1 bis 3 drauf. Und diesen Würfel, der simuliert einen dritten Dummy-Mitspieler. Wenn ihr mit diesem Würfel spielen wollt, dann legt ihr diesen Würfel vor dem vordersten Spieler im Uhrzeigersinn ab. Den Würfel könnt ihr tatsächlich auch ins Spiel bringen, wenn ihr zu dritt oder zu viert spielt. Der verkürzt die Spieldauer ein bisschen, weil ihr eben einen virtuellen zusätzlichen Spieler im Spiel habt. Im Spiel zu zweit kommt der Würfel aber auf jeden Fall ins Spiel. Als nächstes bereiten wir die Plättchenstapel vor. Es gibt 4 verschiedene Plättchen mit den Rückseiten A, B, C und D. Die Plättchen sortiert ihr nach der jeweiligen Rückseite, mischt die und stellt dann diese Stapel jeweils hier oben ab. Auch hier ist es so, dass in diesem schicken Organizer, den ich mir hier zusammengebastelt habe, natürlich so ein cooles Tray dabei ist, wo man diese Karten einsortieren kann, was man dann hier oben auch gleich hinstellen kann. Wichtig ist nur, A-Plättchen, B-Plättchen, C-Plättchen, D-Plättchen mischen und stapelweise auslegen. Damit sind wir mit der Vorbereitung der Plättchen aber noch nicht ganz fertig, denn es gibt noch ein zusätzliches D-Plättchen und das ist das Spielende-Plättchen. Das zeige ich euch mal von Namen. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist eben dieses World's End-Plättchen. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir jetzt dieses Spielende-Plättchen einfach irgendwo mitten in den Stapel der D-Plättchen einsetzen. Das heißt, wir nehmen das jetzt einfach mal hier mit rein
und legen dann die restlichen D-Plättchen wieder hier oben drauf. Das ist nur so gedacht, dass man eben nicht planen kann, wann das Spielende stattfindet, sondern das Spielende-Plättchen befindet sich jetzt einfach irgendwo mitten im Stapel mit den D-Plättchen. So, und abschließend bereiten wir jetzt noch unser Rondell vor. Dieses Rondell, das ist ja hier dieses Ding, um das wir jetzt immer wieder rumziehen, und das wird jetzt folgendermaßen vorbereitet. Als erstes sucht ihr euch mal die Plättchen aus, die dieses S auf der Rückseite stehen haben. Die sehen folgendermaßen aus. Das sind die sogenannten Startplättchen. Diese Startplättchen, die mischt ihr mal gut durch. Und dann fangt ihr mit dem Feld vor eurem ersten Spieler oder wie in unserem Fall vor dem Würfel an und deckt hier einfach diese 5 Plättchen auf und legt die hier eben der Reihe nach auf dieses Rondell. Wenn ihr dann diese 5 Startplättchen hier auf dieses Rondell gelegt habt, dann haben wir ja trotzdem noch ein paar Plätze frei. Und diese restlichen Plätze eben hier, die belegen wir jetzt mit vom Stapel gezogenen A-Plättchen. Heißt also, wir nehmen uns jetzt hier ein A und noch ein A und noch ein A. Und das machen wir dann eben so lange, bis wir unser Rondell gefüllt haben, mit einer Ausnahme. Das Feld hinter dem letzten Spieler, also dieses Feld hinter mir quasi, das ist ein Feld, was immer frei bleibt, was auch im Spiel immer frei bleibt. Also merkt euch jetzt schon mal, das Feld hinter dem letzten Spieler auf unserem Rondell, das ist ein Feld, was immer frei bleibt. Jetzt gibt's noch eine kleine Vorbereitung, die wir noch machen müssen im Spiel, wenn wir zu zweit oder zu dritt spielen. Wir spielen ja zu zweit, deswegen betrifft uns die. Was wir jetzt noch machen ist, hier in der Mitte des Rondells ist der sogenannte Markt. Und im Spiel zu zweit oder zu dritt schnappt ihr euch jetzt noch jeweils eine Münze und legt diese Münzen auf die Position 1 hier in jeder Zeile. Was dieser Markt ist und was man mit dem macht, das erkläre ich euch natürlich später nochmal ausführlicher. Aber zu Beginn des Spiels legt ihr auf jeden Fall auf die 1er Position jeder eurer Waren einfach mal eine Münze. Und dann sind wir fast fertig. Es gibt jetzt noch ein Sonderplättchen und das ist das David Hume Plättchen. Das sieht von vorne folgendermaßen aus. Auf der Rückseite ist einfach das Glamour-Logo drauf. Und dieses Plättchen, das hat einen Sonderplatz. Das legt ihr nämlich einfach irgendwo an die Seite eures Clan-Spielplans. Völlig egal wo. Das ist einfach ein Plättchen, was einen Sonderstatus hat und was einfach hier an den Rand des Plans gelegt wird. Das ist nämlich ein Plättchen, was ins Spiel kommt, wenn ihr euch hier oben hin bewegt. Das erkläre ich euch aber später nochmal ausführlicher. Und damit sind wir mit dem Spielaufbau fertig und wir können in den Spielablauf einsteigen. Der Spielablauf ist ziemlich schnell erklärt, denn wir spielen einfach 4 Runden lang. Eine Runde wird so lange gespielt, bis das letzte Plättchen eines Stapels auf unser Rondell gelegt wird. Also wenn wir mit dem A-Stapel fertig sind, das letzte Plättchen auslegen, wird das Spiel kurz unterbrochen, dann findet eine Wertung statt und dann geht das Spiel weiter. Das gleiche am Ende des B-Stapels, am Ende des C-Stapels und wenn wir dann im D-Stapel das Spielende-Plättchen aufgedeckt haben und jeder Spieler auf dieses Plättchen oder über dieses Plättchen hinweggezogen ist, dann gibt es nochmal eine Schlusswertung, dann wird Kassensturz gemacht und der Spieler, der am meisten Punkte hat, der gewinnt dann letztendlich das Spiel. Jetzt habe ich euch am Anfang der Regelerklärung schon erzählt, dass die Spielerreihenfolge hier besonders gehandhabt wird. Und zwar ist es so, dass immer der Spieler, der auf diesem Rondell am weitesten zurückliegt, derjenige ist, der ziehen darf. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, nehmen wir mal an, ich würde viel weiter zurückstehen als die anderen Spieler, dann könnte ich natürlich teilweise sogar mehrere Spielzüge machen, bis ich dann aufgeschlossen habe zum Feld, so dass ihr tatsächlich auch ab und zu mal die Möglichkeit haben werdet, mehrere Spielzüge nacheinander zu machen. Wichtig ist nur, dass ihr euch das merkt, der Spieler, der als letztes hier in der Reihenfolge auf dem Rondell steht, das ist grundsätzlich immer der Spieler, der am Zug ist. Und wenn wir uns sowieso schon mal um die Spielreihenfolge kümmern, der Würfel wird gehandhabt wie ein zusätzlicher Spieler. Folgendermaßen, wenn der Würfel irgendwann mal an der letzten Position liegt, also wirklich derjenige ist, der dann auch dran ist, dann wird der Würfel gewürfelt. Und dann wird der Würfel so viele Plättchen nach vorne gezogen, also Felder, auf denen Spielfiguren stehen, werden übersprungen. Und dann kommt der Würfel auf irgendeinem Plättchen auf.
Dieses Plättchen wird dann abgelegt, also einfach weggenommen vom Spiel, und stattdessen wird der Würfel dann hier hingelegt. Das ist die Funktion, wie wir dann später den Würfel benutzen, aber das zeige ich euch gleich natürlich auch nochmal ausführlicher. Eine wichtige Geschichte noch zum Würfel. Das betrifft aber tatsächlich nur ein Spiel, wenn ihr die Chronicles mit an Bord habt, denn wenn hier Plättchen liegen, bei denen es um Chronicles geht, die also ein Chronicle-Symbol haben, dann überspringt der Würfel auch diese Felder. Also Felder mit Spielsteinen und Felder mit Chronicle-Symbolen werden, wenn man den Würfel zieht, jedes Mal übersprungen. Wie sieht denn jetzt aber ein Spielzug genau aus? Ein Spielzug sieht folgendermaßen aus. Der Spieler, der am Zug ist, also das wäre ja jetzt ich, weil ich bin in der Reihenfolge am weitesten hinten, der darf jetzt seine Figur auf ein beliebiges Feld unseres Rondells bewegen, auf dem ein Plättchen liegt. Ich könnte jetzt tatsächlich meine Figur nehmen, einmal die komplette Runde drehen und mich hier auf dieses letzte Feld stellen. Das kann ich tun. Das würde aber natürlich bedeuten, dass ich dann sehr, sehr lange nicht mehr am Zug bin. Denn es zieht natürlich immer der, der am weitesten hinten steht. Und das bedeutet, dass jetzt ganz, ganz viele Spieler ganz viele Spielzüge machen können, bevor ich dann wieder an der Reihe wäre. Cleverer wäre es natürlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt dann zum Beispiel einfach mal hier auf dieses Feld. Überspringe eben die Felder, auf die ich nicht ziehen darf, und stelle mich auf das erste Feld, auf dem sich wieder ein Plättchen befindet. Dann schaue ich mir das Plättchen an, auf was auf dem Feld liegt, auf das ich gerade gezogen bin. Hat dieses Plättchen vielleicht Kosten? Dann muss ich die bezahlen. Wenn das Plättchen keine Kosten hat, dann darf ich mir dieses Plättchen erstmal nehmen, darf meinen Spielstein dann da hinstellen, wo eben jetzt dieses Plättchen lag, und darf dann diesen Spielstein gemäß der Legeregeln in mein Heimatgebiet einbauen. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch natürlich später nochmal genauer, weil das ist ja mit der Kern des Spiels. Dann schaut man sich an, ob es irgendwelche Plättchen gibt, die schon von allen Spielern übersprungen worden sind, die eben keiner haben wollte. Dann werden diese Plättchen auch noch abgeräumt. Das ist auch wichtig. Und dann wird der Bereich hinter der letzten Spielfigur eben wieder aufgefüllt, wobei das letzte Feld nach wie vor leer bleibt. Würde jetzt bedeuten, wenn wir diesen Spielzug mal fertig spielen, würde am Ende dieses Spielzugs ein neues A-Plättchen aufgedeckt und dieses Plättchen würde hier hingelegt, und dann sind wir eben mit dem Spielzug auch durch. Und damit sind wir jetzt natürlich so weit, dass ich euch mal die Anatomie dieser Plättchen vorstelle. Ich habe jetzt hier gerade schon ein ziemlich schickes Plättchen aufgedeckt und das werde ich euch jetzt mal von Namen zeigen. Schauen wir uns das Plättchen mal an. Hier oben steht natürlich erstmal der Name dieses Plättchens. Das ist schon mal die einfachste Geschichte überhaupt. Hier oben rechts seht ihr ein Symbol, was eben die Art des Plättchens definiert. Das ist eben eine Burg. Und diese Welle hier unten drunter bedeutet, das ist ein Flussplättchen. Was es mit den Flussplättchen auf sich hat und warum ihr da immer drauf achten solltet, das erkläre ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. Hier links oben seht ihr die Kosten, die ihr bezahlen müsst, wenn ihr dieses Plättchen haben wollt. Also um dieses Schloss bauen zu dürfen in eurem Heimatgebiet, bräuchtet ihr ein Holz, einen Stein und sogar eine Gerste. Also richtig teures Plättchen. Hier links unten im Eck seht ihr den Effekt oder den Bonus, den ihr eben bekommt, wenn ihr dieses Plättchen dann anlegt in euer Heimatgebiet. Also das ist ein Sofortbonus, den ihr erhaltet, wenn ihr eben dieses Plättchen einbaut. Und hier rechts unten dieses Symbol, das ist das, was das Plättchen euch bringt, jedes Mal, wenn dieses Plättchen aktiviert wird. Was das bedeutet, wenn ein Plättchen aktiviert wird, das erzähle ich euch natürlich später definitiv nochmal ausführlicher. Aber das ist die Anatomie eines Plättchens. Das Einzige, was hier noch dazu kommen könnte, wäre hier unter der Welle vielleicht noch ein Symbol, wenn ihr denn eben mit den Chronicles spielt. Das könnt ihr aber dann tatsächlich entdecken. Da werft einfach mal einen Blick in das Handbuch. Soweit auf jeden Fall mal zur Anatomie dieser Plättchen. Kleine Information noch zu euren Plättchen und zu den Ressourcen. Es wird später im Spiel eventuell sein, dass ihr Ressourcen auf euren Plättchen liegen habt. Es dürfen niemals mehr als 3 Ressourcen auf jedem Plättchen liegen. Als nächstes kümmern wir uns mal um den Markt.
Ich habe euch ja am Anfang schon gesagt, wenn wir zu zweit spielen, wird ja in eine dieser Spalten schon Geld gelegt. Wofür ist der Markt gut? Der Markt ist natürlich dafür gut, dass ihr immer während einer Runde Waren auf dem Markt kaufen oder verkaufen wollt. Wie funktioniert das Kaufen? Beim Kaufen ist es so, dass ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rind kaufen möchte, dann fange ich hier in der Zeile des Rindes von links an, auf der 1 liegt schon etwas und das nächste freie Feld definiert mir dann, wie viel Münzen ich bezahlen muss, um ein Rind zu bekommen. In unserem Beispiel müsste ich jetzt hier eben 2 Münzen hinlegen, die würde ich jetzt auch gestapelt hier auf die 2 legen und dann dürfte ich mir aus dem Vorrat ein Rind nehmen. Wenn der nächste Spieler ein Rind kaufen möchte, dann schaut er sich das gleiche wieder an, beginnt links, 1 ist voll, 2 ist voll, 3 müsste er dann bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein Rind kaufen möchte, müsste ich hier eben 3 Münzen in den Stapel legen und dürfte mir ein zweites Rind nehmen aus dem allgemeinen Vorrat. Dann ist es aber so, dass wir jetzt kein freies Feld mehr haben und sobald kein freies Feld mehr hier zur Verfügung steht, kann ich auch kein Rind mehr kaufen. Damit ist die Kaufaktion für das Rind fertig und ich muss eben warten, bis irgendjemand mal wieder ein Rind verkauft. Zusätzliche wichtige Information, wenn ihr denn auf dem Markt Ressourcen kauft, dann dürft ihr die niemals kaufen, um sie auf Vorrat liegen zu haben, sondern ihr dürft nur dann auf dem Markt Ressourcen kaufen, wenn ihr diese Ressourcen sofort verwendet. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Rind für eine Karte braucht oder für ein Plättchen braucht, was ihr euch kaufen möchtet, dann dürft ihr euch ein Rind kaufen und das auch sofort wieder ausgeben. Aber ihr dürft eben keine Ressourcen kaufen und die vor euch bunkern. Das ist nicht erlaubt. Wenn ich was kaufen kann, kann ich natürlich auch was verkaufen. Wir spielen jetzt den Vorgang einfach zurück. Wenn ich jetzt ein Rind verkaufen möchte, lege ich das Rind in den allgemeinen Vorrat zurück und nehme mir dann in der Zeile von dem Rind den höchsten Geldstapel. Also ich fange quasi von rechts an und nehme mir den höchsten Geldstapel. Wenn irgendwann mal in einer dieser Zeilen kein Geld mehr liegt, dann kann ich auch diese Ware nicht mehr verkaufen. Das ist ganz wichtig, dann hat eben der Markt keinen Bedarf mehr an meiner Ware. Kleiner Hinweis noch dazu, Whiskyfässer und Schocken sind keine Ressourcen. Die fallen also auch nicht unter die Begrenzung der 3 Ressourcen, die maximal auf einem Plättchen stehen dürfen. Das betrifft hauptsächlich die Schotten. Ja. Mehr als 3 Ressourcen, und das sind eben die, die hier abgebildet sind, dürfen nicht auf einem Plättchen stehen. Whiskyfässer und Schotten sind aber keine Ressourcen. Jetzt haben wir ja schon so einen Spielzug so ein bisschen angeteased. Jetzt war es aber natürlich so, dass dieses Plättchen, was ich mir hier geholt habe, keinen Preis hatte. Das habe ich mir also kostenfrei direkt vom Rondell nehmen können. Gehen wir mal davon aus, oder was würde denn passieren, wenn ich jetzt ein Plättchen haben wollen würde, was eben einen Kostenfaktor hat? Jetzt wäre es zum Beispiel so, jetzt wäre ja der rote Spieler an der Reihe und gehen wir mal davon aus, dass der rote Spieler jetzt hier dieses Plättchen haben wollen würde. Dieses Plättchen kostet ein Schaf. Mein Mitspieler hat aber natürlich kein Schaf und das würde jetzt bedeuten, er müsste sich zuerst ein Schaf kaufen. Dazu gucken wir wieder von links nach rechts. 2 wäre der nächste freie Punkt. Das heißt, der Spieler nimmt sich jetzt 2 Gold, legt die hier auf die 2, kauft sich ein Schaf, bezahlt aber dieses Schaf sofort wieder in den allgemeinen Vorrat, um sich dieses Plättchen nehmen zu dürfen, nimmt sich dieses Plättchen und stellt seine Spielfigur auf das Feld, was jetzt frei geworden ist. Das bedeutet natürlich aber auch, dass wenn ich auf ein Plättchen ziehen möchte und das Plättchen einen Preis hat, den ich nicht bezahlen kann, darf ich auch nicht auf dieses Plättchen ziehen. Das ist logisch. Ich muss das schon bezahlen können, was ich denn gerne haben möchte. Jetzt gibt es in den seltenen Fällen vielleicht die Situation, dass ein Spieler kein Plättchen legal nehmen kann. Dann kann der Spieler auf irgendein Plättchen ziehen und das Plättchen wird abgelegt, kommt also aus dem Spiel. Und dann bekommt der Spieler anstelle des Plättchens entweder eine Münze oder einen Bewegungspunkt. Und was das ist, das erkläre ich euch später nochmal, wenn wir über die Aktivierung der Plättchen sprechen. Solltet ihr für eins dieser Plättchen einen Schotten bezahlen müssen, dann ist es tatsächlich wichtig, dass ihr dann keinen Schotten aus eurem
individuellen Vorrat nehmen dürft, sondern wenn ihr mit einem Schotten bezahlen müsst, dann muss das ein Schotte sein, den ihr schon in eurem Heimatgebiet eingesetzt habt. Also da dürft ihr euch nicht an den Schotten bedienen, die ihr hier noch in eurem Vorrat habt, sondern es muss eben ein Schotte sein, den ihr schon in eurem Gebiet eingesetzt habt. Und damit sind wir jetzt beim Herz des Spiels angekommen. Jetzt kümmern wir uns natürlich mal darum, wenn ich jetzt ein Plättchen mir geholt habe, wie kann ich denn das jetzt in mein Heimatgebiet anlegen? Die erste Regel, und die haben ganz viele Plättchenlegespiele, ich muss dieses Plättchen natürlich so anlegen, dass es mindestens mit einer Kante an ein bereits ausliegendes Plättchen angrenzt. Also über Ecke anlegen geht nicht, sondern wie gesagt, mindestens eine Kante an ein bereits anliegendes Plättchen. Jetzt kommt aber noch eine zusätzliche wichtige Regel, die für eure Strategie ganz wichtig ist. Ihr dürft dieses Plättchen auch nur benachbart zu einem Feld anlegen, auf dem ihr einen Schotten stehen habt. Bedeutet, hier dürfte ich das Plättchen anlegen, hier dürfte ich das Plättchen auch anlegen, weil man guckt eben immer die 8 Felder, die hier außen rum sind, an. Das wäre auch noch benachbart. Aber hier dürfte ich das Feld oder das neue Plättchen nicht anlegen. Und zwar nicht nur, weil auf dem benachbarten Feld hier eben kein Schotte steht, sondern, und jetzt kommt die nächste Regel, hier durch unser Startfeld fließt auch ein Fluss. Und diesen Fluss kann ich nur mit Flussplättchen verlängern. Also ich darf auf diese Ebene, wo der Fluss fließt, niemals einfach irgendein anderes Plättchen hinlegen, sondern ich dürfte jetzt hier links und rechts an diesen Flusslauf nur ein Plättchen anlegen, was eben auch dieses Flusssymbol hat, um den Fluss eben auch weiterzuführen. Das ist gleich die nächste Regel, die ihr beachten müsst, wenn ihr eure Plättchen anlegt. Zum Fluss gibt es tatsächlich noch eine Zusatzregel. Ihr dürft auch keinen Parallelfluss aufmachen. Also wenn ihr ein Flussplättchen kauft, dann dürft ihr diese Flussplättchen immer nur links und rechts an den bestehenden Fluss anlegen. Einen Parallelfluss aufzumachen ist im Spiel nicht erlaubt. Und dann gibt es im Spiel noch eine ganz besondere Plättchenart, die ich euch jetzt hier mal vorstellen möchte. Die hat dieses Symbol hier oben. Und das ist ein sogenanntes Überbauplättchen. Ein Überbauplättchen, das macht genau das, was der Name sagt. Damit kann ich ein bereits bestehendes Plättchen überbauen. Dafür gibt es natürlich auch ein paar Regeln. Also zum einen muss der Typ des unten liegenden Plättchens natürlich den gleichen Typ haben wie dieses Überbauplättchen. Also dieses Zaunsymbol muss eben auf dem Plättchen schon abgebildet sein, was ich überbauen möchte. Gegebenenfalls muss natürlich auch der Fluss übereinstimmen. Also wenn ich ein Flussplättchen überbaue, dann muss natürlich auch das überbaute Plättchen ein Flussplättchen sein. Naja, und wenn das alles passt und ich dieses Plättchen natürlich auch bezahlen kann, dann lege ich einfach dieses Plättchen on top auf dieses andere Plättchen drauf. Und ab dann gilt eben nur noch das oberste Plättchen. Wobei sich diese überbauten Felder natürlich beim Anlegen auch aktivieren, ja, und natürlich auch benachbarte Felder entsprechend aktivieren. Eventuelle Einmaleffekte, die ihr von dem zu unterst liegenden Plättchen bekommen habt, die müsst ihr aber nicht zurückzahlen. Also die bleiben natürlich so, wie sie sind. Das ist eben so ein Überbauplättchen. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, wenn ihr jetzt dieses Plättchen anlegt, dann ist ja auf manchen Plättchen links unten so ein Symbol abgebildet, was euch, wenn ihr das Plättchen einbaut, einen Einmaleffekt gibt. Als Beispiel zeige ich euch mal dieses Plättchen hier. Dieses Plättchen hier hat hier links unten eben ein Fasssymbol. Das bedeutet, wenn ihr dieses Plättchen in euer Heimatgebiet legt, dann nehmt ihr euch eben ein Whiskyfass. Und Whiskyfass, wie gesagt, ist keine Ressource, sondern Whiskyfässer, wenn ihr die bekommt, dann legt ihr die einfach idealerweise vielleicht in die Nähe eures Geldes. Denn das ist eben ein zusätzliches Material, was in der Schlusswertung oder was in den Wertungen auch gewertet wird. Als nächstes gibt es zum Beispiel dieses Symbol hier. Dieses Symbol hier links unten bedeutet, ihr bekommt einfach einen neuen Schotten, den ihr in euer Heimatgebiet legen könnt. Immer wenn ihr so eine Schottenfigur hier links unten seht, dann nehmt ihr euch eben aus eurem individuellen Vorrat einen Schotten und stellt den auf das Plättchen, was ihr eben gerade in euer Gebiet gelegt habt. Ganz spannend sind aber diese Symbole hier, die so aussehen wie eine Spielkarte.
Also hier links unten ist dieses Symbol zum Beispiel abgebildet. Und das bedeutet, dass es eben eine ganz besondere Wahrzeichenkarte zu diesem Ort gibt. Also dieses Donan Castle zum Beispiel, das könnte ich ja jetzt in meinem hier zum Beispiel anbauen. Und wenn ich dieses Donan Castle anbaue, gibt es eben hier eine entsprechende Karte dazu. Schauen wir uns die mal an. Die würde ich dazu bekommen. Die hätte hier unten auch wieder ein Symbol. Das ist ein Symbol, das betrifft unser Clan, unseren Clan-Plan. Und dann kann ich eben dieses Schloss auch in meinen Vorrat legen. Und es gibt mir eben genau diesen Bonus, der hier unten abgebildet ist. Und was das für ein Bonus ist, den erkläre ich euch gleich nochmal, wenn wir über diesen Clan-Spielplan überhaupt erstmal reden. Damit haben wir schon fast alle Varianten durch. Also ihr bekommt eine Wahrzeichenkarte, ihr könnt einen neuen Schotten bekommen. Dann gibt es eben verschiedene Ressourcen, auch Bonus-Ressourcen, wo ihr euch dann die Ressource auswählen könnt. Whiskyfässer gibt es, Münzen gibt es und manchmal gibt es eben auch einfach nur Siegpunkte. Und wenn ihr Siegpunkte bekommt, nehmt ihr euch eben die entsprechenden Plättchen aus dem allgemeinen Vorrat. So, ich lege jetzt mal dieses Donan Castle wieder zurück, wo ich das hergenommen habe. Ich habe jetzt hier schon ein Plättchen korrekt angelegt. In dem Moment, wo ich dieses Plättchen anlege, werden aber alle benachbarten Plättchen aktiviert. Und aktiviert bedeutet, dass jetzt dieses Symbol rechts unten auf den Plättchen, die das betrifft, ausgelöst werden. Und es betrifft wirklich alle benachbarten Plättchen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier schon diese Plättchen liegen hätte, dann wird das Plättchen aktiviert, was ich neu gelegt habe. Bedeutet, ich würde jetzt ein Rind bekommen und ich würde eine Gerste bekommen, ich würde ein Holz bekommen und ich dürfte zweimal bewegen. Für jedes dieser Bewegungssymbole darf ich einen meiner Schotten ein Feld weit bewegen. Ich dürfte natürlich auch einen Schotten zwei Felder weit auf benachbarte Felder bewegen. Und das ist eben ganz wichtig. Wenn ihr dieses Plättchen legt, bekommt ihr zum einen den Soforteffekt, der links unten abgedruckt ist. Und ihr bekommt, ihr dürft das Feld, was ihr legt, und alle maximal 8 Felder außen herum aktivieren und bekommt dann eben das, was rechts unten auf dem Plättchen abgebildet ist. Dann lege ich jetzt mal diese beiden Plättchen auch wieder hier zurück in unser Rondell. Und damit habe ich euch tatsächlich auch erklärt, wie ihr Plättchen legt und wie ihr die Plättchen dann aktivieren könnt. Damit wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns jetzt mal um Personen, um Clanmarker und um diesen Clan-Spielplan hier kümmern. Dieser Spielplan kommt immer dann ins Spiel, wenn wir über dieses Symbol hier reden. Ich habe euch das ja schon gezeigt. Es geht immer um dieses Symbol, was hier so diesen Kompass darstellt. Und immer wenn ihr so ein Kompass-Symbol irgendwo entdeckt, dann dürft ihr einen eurer Clanmarker auf einen dieser Schilde in diesem Clan-Spielplan legen. Wobei, da dürft ihr natürlich nicht beliebige Schilde aussuchen, sondern wir beginnen immer von diesem Startfeld hier, was hier in der Mitte angetragen ist und was so ein bisschen ausschaut wie die Spieleschachtel. Und von dort aus bereiten wir uns dann in Schottland eben aus. Das würde jetzt bedeuten, ich könnte zum Beispiel jetzt von diesem Feld hier beginnen, würde jetzt zum Beispiel sagen, ich lege meinen ersten Clanmarker hier auf diesen Ort und dann seht ihr schon, gibt es hier wieder einen Sofortbonus und dieser Sofortbonus wären eben 3 Münzen. Würde ich mir direkt diese 3 Münzen nehmen und würde die hier in meinen eigenen Vorrat legen. Natürlich müsst ihr aber nicht jedes Mal von diesem Startfeld beginnen, sondern ihr könnt natürlich auch von Orten weiterspielen, an denen ihr eben schon vertreten seid. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Ort schon für mich reklamiert habe, dadurch, dass ich eben hier einen meiner Clanmarker ausgelegt habe, dann könnte ich natürlich entlang dieser gestrichelten Linie mich als nächstes hier zu dem Clan hier oben bewegen. Und das ginge aber nicht mehr kostenfrei, sondern ihr seht schon, immer wenn diese gestrichelte Linie hier unterbrochen wird von so einem Geldsymbol, dann muss ich, um diesen Weg hier zu gehen, eben Geld bezahlen. Heißt also, wenn ich jetzt hier auf dieses nächste Feld hier oben ziehen möchte und eben wieder so ein Kompass-Symbol habe, dann würde ich jetzt hier meinen Marker hinlegen und müsste aber für diese Verbindung als allererstes mal ein Geld bezahlen und würde dann eben wieder die Ressourcen bekommen, die eben hier auf diesem Schild abgedruckt sind.
Das geht, wird teilweise sogar richtig teuer. Also ihr seht schon, es gibt nämlich hier auch Pfade, die kosten schon 2 Geld, wie dieser hier zum Beispiel. Und hier weiter unten gibt es dann eben auch noch Pfade, die sogar 3 Geld kosten. Also immer wenn ihr euch hier irgendwie ausbreiten wollt und den nächsten Clan rekrutieren wollt, müsst ihr eben aufpassen, dass ihr für manche Wege Geld bezahlen müsst. Das bedeutet natürlich aber im Umkehrschluss auch, selbst wenn ihr ganz dringend irgendwo hin wollt und habt aber nicht das Gold, um diesen Weg zu bezahlen, dann dürft ihr diesen Weg halt auch einfach nicht gehen. So einfach ist es. Also wer den Zoll und das Geld für den Weg nicht bezahlen kann, der kann diesen Weg eben auch nicht gehen. Damit sind wir dann letztendlich auch bei diesen Plättchen wie dieser David Hume hier. Es gibt im Spiel tatsächlich auch Personen. Und Personenplättchen, so wie dieses hier, die werden auch nicht in euer Heimatgebiet eingebaut, sondern Personenplättchen wie dieses hier, die legt ihr einfach nur auf die Seite. Da, wo ihr euer Geld bunkert oder eure Whiskyfässer bunkert oder wo ihr vielleicht auch eure Karten liegen habt, dort legt ihr dann die Personen hin. Denn diese Personen haben eben auch bestimmte Symbole, auf die ihr dann Rücksicht nehmen müsst, die bestimmte Dinge auslösen, die manchmal auch in die Wertungen einfließen können. Also die kommen nicht in euer Gebiet, sondern werden eben auch separat abgelegt. Nachdem ich euch jetzt auch noch den Clan-Spielplan erklärt habe, können wir uns mal um die Wertungen kümmern. Ich habe euch ja schon gesagt, jedes Mal, wenn ihr einen der Stapel leer gespielt habt und das letzte Plättchen dieses Stapels ins Rondell gelegt habt, dann wird das Spiel für kurze Zeit ausgesetzt. Und dann findet eine Wertung statt und diese Wertung, die ist richtig clever. Und zwar bekommt ihr immer Siegpunkte für 4 verschiedene Bereiche. Und zwar, indem ihr euer Ergebnis im jeweiligen Bereich vergleicht mit dem schwächsten Ergebnis des schwächsten Spielers. Zum Beispiel, das erste, was ihr euch immer anschaut, ist, wie viele Schotten habt ihr in eurer Heimatburg stehen? Da hat jetzt derjenige, der das schwächste Ergebnis hat, vielleicht nur einen Schotten stehen. Ihr habt an diesem Ort 5 Schotten stehen. Dann ist der Unterschied eben 4 Punkte. Und für diese 4 Punkte Unterschied bekommt ihr eben eine gewisse Anzahl von Siegpunkten. Dann guckt ihr euch an, wie viele Wahrzeichenkarten hat jeder Spieler. Und auch da schaut ihr euch an, wer hat die wenigsten. Und dann zieht ihr diese Zahl von der Anzahl eurer Wahrzeichenkarten ab. Dann gibt es wieder einen Unterschied und auch für den bekommt ihr eben Siegpunkte. Dann macht ihr das Gleiche mit den Whiskyfässern. Und dann macht ihr das Gleiche mit den Personenplättchen. Und der Modus ist immer der gleiche. Ihr guckt, wer hat das Wenigste, das ist eine bestimmte Zahl. Diese Zahl zieht ihr von eurem Ergebnis ab. Und die Differenz ist dann das, was euch Siegpunkte gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Differenz macht wie viel Siegpunkte? Also ein Unterschied von 1 gibt euch einen Siegpunkt. Unterschied 2, 2 Siegpunkte. Unterschied 3, 3 Siegpunkte. So weit, so gut. Wenn ihr 4 Punkte Unterschied zum schlechtesten Spieler habt, dann bekommt ihr aber 5 Siegpunkte. Und wenn der Unterschied wirklich 5 Punkte beträgt, dann bekommt ihr 8 Siegpunkte für diesen Unterschied, den ihr eben besser seid als der schwächste Spieler. Die entsprechenden Siegpunkte nehmt ihr euch natürlich anhand von Plättchen aus dem allgemeinen Vorrat. Wenn dann die Wertung vorbei ist, läuft das Spiel auch ganz normal weiter. Wichtig ist, die Ressourcen, die ihr hier jetzt gewertet habt, die werden zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht in den allgemeinen Vorrat zurückgelegt, sondern ihr behaltet eure Beute natürlich bis zum Ende des Spiels. Und das Ende des Spiels ist auch genau das richtige Stichwort. Dieselben 2 Fragen wie immer. Wie lange wird gespielt und wer gewinnt? Letztendlich werdet ihr ja in diesem D-Stapel irgendwann mal das Spielendeplättchen aufdecken und ins Rondell legen. Und sobald der letzte Spieler auf das Rondell gezogen hat oder das Rondell überquert hat, findet auch eine Schlusswertung statt. Die findet genauso statt, wie ich es euch gerade schon erklärt habe, mit 3 zusätzlichen Wertungen. Zum einen bekommt ihr für jede Münze, die ihr besitzt, noch einen Siegpunkt. Dann bekommt ihr vielleicht für bestimmte Wahrzeichen, die ihr euch geholt habt im Laufe des Spiels, auch am Ende noch zusätzliche Siegpunkte. Und dann gibt es noch was ganz Gemeines. Dann messt ihr oder bestimmt ihr nämlich die Anzahl oder die Größe eures Heimatgebiets. Dazu zählt ihr einfach die Anzahl eurer Plättchen. Und da
ist jetzt derjenige, der das kleinste Gebiet hat, wirklich im Vorteil. Denn auch hier ist es so, jeder nimmt quasi die Zahl, wie viele Plättchen er vor sich ausliegen hat. Dann guckt ihr, wer hat die wenigsten. Lasst das mal zum Beispiel 5 Plättchen sein. Wenn ich jetzt tatsächlich 7 Plättchen habe, habe ich 2 Plättchen mehr als der Spieler, der eben die wenigsten Plättchen hat. Und für jedes Plättchen, was ich mehr habe als der Spieler mit den wenigsten Plättchen, muss ich mir 3 Siegpunkte abziehen. Im Beispiel von gerade, der Spieler mit den wenigsten hat 5 Plättchen. Ich hätte 7 Plättchen, dann muss ich eben 2 mal 3, also 6 Siegpunkte abgeben. So, und nachdem dieser Malus auch noch verrechnet worden ist, machen wir großen Kassensturz, schauen jetzt tatsächlich, wer hat die meisten Siegpunkte verdient. Und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt natürlich das Spiel und ist der Sieger der aktuellen Partie Glenmore 2 Chronicles. Ein kleines Wort zum Schluss noch zu den Chronicles. Bei den Chronicles, das sind ja so kleine Schächtelchen mit zusätzlichen Spielinhalten. Wenn ihr dann das Spiel mal öfter gespielt habt und auch sicher seid im Spiel, dann könnt ihr euch noch anschauen, welche dieser verschiedenen Erweiterungen ihr denn mitnehmen möchtet. Da könnt ihr tatsächlich mixen und matchen, wie ihr denn wollt. Da sind richtig, richtig coole Erweiterungen noch mit dabei, aber die zu entdecken, das überlasse ich euch jetzt tatsächlich selbst. Spielt erstmal ein paar Partien des Basisspiels, das ist schon an sich geil genug. Und wenn ihr dann sagt, okay, jetzt haben wir alles gesehen, dann holt euch eben die Erweiterungen mit an Bord, auf die ihr eben Lust habt. Und damit sind wir im Fazit von Glenmore 2 Chronicles. Was denken wir denn jetzt über dieses Spiel? Wir fangen wie immer mit der Ausstattung an und da muss ich mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen bremsen, denn ich habe es euch ja im Intro schon gesagt, ich bin wieder maßlos übers Ziel hinausgeschossen und habe wieder alles erdenkliche Zubehör gekauft. Aber selbst in der Basisausstattung finde ich dieses Spiel absolut hochwertig ausgestattet. Hochwertige Plättchen, hochwertiges Material, dieses Schottenthema ist super umgesetzt, diese verschiedenen Schächtelchen mit den verschiedenen Chronicles drin, das ist alles mit viel, viel Liebe gemacht, also wirklich super, ein super ausgestattetes Spiel. Dann sind wir bei den Regeln. Bei den Regeln gibt es vielleicht diesen Rondellmechanismus noch mal besonders hervorzuheben. Ihr bewegt euch ja wirklich auf dieser Kreisbahn und es werden immer wieder neue Plättchen ausgelegt. Das ist was, was wir so noch nicht kannten und was uns wirklich super gefallen hat und was auch wirklich ganz tolle Strategien und strategische Ideen eröffnet hat. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass ihr, wenn ihr das nur zu zweit spielt, und ich habe das mit meiner Frau natürlich ganz oft zu zweit gespielt, dass ihr dann so einen Würfel mit auf dieses Rondell legt, der quasi so als zufälliger dritter Spieler wirkt und die Spieldauer natürlich auch ein bisschen begrenzt. Tolle Idee gewesen, habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Und dann kommen wir natürlich noch zu den Chronicles. Das ist ja der Untertitel dieses Spiels. Das sind Module, die ihr mixen und matchen könnt, je nachdem, wie ihr lustig seid. Und das ist auch eine tolle Geschichte, denn ihr braucht sie eigentlich nicht, weil das Basisspiel schon ziemlich gut ist. Aber wenn ihr denn dann das Basisspiel schon öfter mal gespielt habt, ist jedes dieser einzelnen Chronicles wirklich eine super Ergänzung zum eigentlichen Spiel. Und damit sind wir beim Spielspaß. Auch das ist natürlich ein Spiel aus dieser Heads-Down-Kategorie. Also jeder konzentriert sich auf seine eigene Auslage. Das ist klar, das ist ein Plättchenlegespiel, das haben alle Plättchenlegespiele, aber dadurch, dass man in diesem Rondell ja doch eine gewisse Interaktion mit den anderen Spielern hat, nivelliert sich das wieder so ein bisschen. Was ziemlich cool ist, ist, dass das reine Basisspiel schon sehr gut ist, habe ich euch ja gerade schon gesagt. Und was auch noch ganz toll ist, das funktioniert wirklich mit jeder Spieleranzahl gleich gut. Ich habe euch ja auch schon die Geschichte mit dem Würfel erzählt. Wir haben es relativ oft zu zweit gespielt, der Würfel als dritter Spieler. Und das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Spielerfahrung. Und deswegen gibt es von uns natürlich eine Empfehlung für Glenmore 2 Chronicles. Und damit vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr unseren Kanal gerade eben erst neu entdeckt habt, herzlich willkommen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und vielleicht sogar die Glocke zu klicken, damit ihr aktiv informiert werdet, wenn es von uns etwas Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, ein schönes Spiel.